Als ich in den 90er Jahren meine ersten Bahnfahrten durch die neuen Bundesländer unternahm, stachen mir blinkende Signale ins Auge. Die waren ungewohnt für mich als Kind der Bundesbahn, denn ich kannte nur das im Westen gebräuchliche HV-System mit separaten Haupt- und Vorsignalen. Allerdings machte ich mir seinerzeit auch keine allzu großen Gedanken über die fremdartigen Signalbilder und vertraute den Lokführern. Die würden schon wissen, was sie da angezeigt bekamen. Was mich damals mit blinkenden Lampen und farbigen Lichtstreifen irritierte, waren die HL-Signale der Deutschen Reichsbahn. Erst Jahre später habe ich mich eingehender mit ihnen befasst und sie durchschaut. Da ich in zahlreichen Gesprächen und durch Äußerungen in Internetforen immer wieder bemerke, dass diese Signale vielen Eisenbahnfreunden wie ein Buch mit 7 Siegeln erscheinen, möchte ich Licht ins Dunkel bringen und die HL-Signale präsentieren. Und weil die Begriffe der HV-Signale deutlich bekannter sind, mache ich das in Form einer Gegenüberstellung HL-HV. Zunächst ein Blick in die Historie. In der Nachkriegszeit wurde der Eisenbahnbetrieb in Deutschland fast ausschließlich durch mechanische oder elektromechanische Stellwerke geregelt. Zur Anwendung gelangten Formsignale mit den Begriffen Halt, Fahrt und Langsamfahrt, was bei Verbindung von Haupt- und Vorsignal 7 Kombinationen ermöglichte. Schon bald ließen die Bahnverwaltungen im geteilten Deutschland Relaisstellwerke entwickeln, bei denen Lichtsignale zum Einsatz gelangten, wobei die Nachtzeichen der Formsignale unverändert übernommen wurden. Bereits um 1950 gab es in West und Ost Bestrebungen zur Vereinfachung dieser Signalbilder. Doch während die Bundesbahn trotz einiger Betriebsversuche bis zur Wiedervereinigung an den HV-Signalen festhielt, führte die Reichsbahn Anfang der 60er Jahre das HL-System ein. Nicht zuletzt, weil die in der Organisation für die Zusammenarbeit der Eisenbahnen vertretenen Staatsbahnen des Ostblocks die Einführung eines weitgehend vereinheitlichten Signalsystems beschlossen hatten. Betrachten wir zuerst einmal die Standardbauformen der HL-Signalschirme. Man unterscheidet zwischen Vorsignalen, Hauptsignalen und beide Funktionen vereinenden Mehrabschnittssignalen. Vorsignale verfügen über eine gelbe und eine grüne Lampe und werden durch eine Vorsignaltafel gekennzeichnet. Haupt- und Mehrabschnittssignale sind je nach Verwendung mit bis zu 5 Lampen, Hauptrot, Nebenrot, Grün, zweimal Gelb, sowie einem grünen und gelben Lichtstreifen ausgerüstet. Hinzu kommen je 1 Lämpchen für Ersatz- und bedarfsweise Rangierfahrtsignal. Reine Hauptsignale tragen ein weiß-rot-weißes Mastschild, Mehrabschnittssignale zusätzlich ein gelbes Dreieck. Jetzt aber in die Vollen, die Signalbegriffe des HL-Systems. Für deren Vorstellung bilde ich 4 auf der jeweils zulässigen Ausgangsgeschwindigkeit basierende Vierergruppen und weiche dabei von der Reihenfolge des Signalbuchs ab. Dargestellt sind in jedem Beispiel ein Mehrabschnittssignal, das zugehörige Vorsignal und die vergleichbaren HV-Signale. Wir starten mit dem etwas außer Konkurrenz stehenden HP0. Halt. Ein rotes Licht. Das Vorsignal zeigt ein gelbes Licht. HL10. Höchstgeschwindigkeit ermäßigen, Halt erwarten. Die entsprechenden Begriffe des HV-Systems heißen HP0, Halt und VR0, Halt erwarten. Soweit sicher kein Problem. In der ersten Gruppe bekommen wir es mit Signalbegriffen zu tun, die am Standort des jeweiligen Signals keine Temporeduzierung erfordern. Los geht's mit HL1. Ein grünes Licht, Fahrt mit Höchstgeschwindigkeit. Das zugehörige Vorsignal zeigt, wie auch in den weiteren Beispielen dieser Gruppe, ebenfalls HL1, denn eine Differenzierung zwischen Haupt- und Vorsignalbegriffen existiert beim HL-System nicht. Das HV-System unterscheidet derweil zwischen HP1, Fahrt, und VR1, Fahrt erwarten. Bei HL4 blinkt es grün, Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h ermäßigen. Das HV-System kennt hierfür keinen separaten Begriff. Angezeigt wird ebenfalls HP1 mit VR1, ergänzt um einen Geschwindigkeitsvoranzeiger ZS3V mit Kennzahl 10. Und es geht weiter abwärts mit dem Tempo. HL7, ein gelbes Blinklicht. Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h bzw. 60 km/h ermäßigen. Ob am folgenden Signal 40 oder 60 zu erwarten sind, ist nicht ersichtlich. In derselben Situation zeigen HV-Signale HP1 plus VR2 Langsamfahrt erwarten
und gegebenenfalls ZS3V. HL10 ist uns bereits als Vorsignal im Zusammenhang mit HP0 begegnet. Höchstgeschwindigkeit ermäßigen, Halt erwarten. HV-Signale gebieten ganz klassisch HP1 und VR0. In Gruppe Nr. 2 wird die Schlagzahl erhöht. Wir sehen uns jenen Signalen gegenüber, die eine Ausgangsgeschwindigkeit von 100 km/h erlauben, worauf uns in allen vier Beispielen das bereits bekannte grün blinkende HL4 einstimmt. Dabei bekommen wir es auch mit einer Spezialität der HL-Signale zu tun, dem grünen Lichtstreifen. Da wäre zunächst HL2, Fahrt mit 100 km/h, dann mit Höchstgeschwindigkeit. Bei HV setzt sich das entsprechende Signalbild aus HP1 mit Geschwindigkeitsanzeiger, ZS3, und VR1 zusammen. Das zugehörige Vorsignal zeigt VR1 mit ZS3V. Die Einschränkung 100 km/h gilt in beiden Signalsystemen, an Einfahr- und Zwischensignalen bis zum nächsten Hauptsignal. An Ausfahr- sowie Blocksignalen von Abzweig- oder Überleitstellen bis zum Ende des anschließenden Weichenbereichs. Bei HL5 fängt's schon wieder an zu blinken. Fahrt mit höchstens 100 km/h, sowohl hier als auch am folgenden Signal. Das HV-System benötigt hierzu HP1 mit ZS3 und VR1 mit ZS3V. Das ZS3V ist in diesem und einigen folgenden Beispielen je nach Örtlichkeit nicht zwingend erforderlich, wird jedoch zur besseren Vergleichbarkeit dargestellt. HL8 empfängt uns mit einem gelben Blinker. Geschwindigkeit 100 km/h auf 40 bzw. 60 km/h ermäßigen. HV-Signale zeigen HP1 mit ZS3 und VR2 sowie optional ZS3V. Bliebe noch HL11. Geschwindigkeit 100 km/h ermäßigen, Halt erwarten. Bei HV entsprechend HP1 mit ZS3 und VR0. Das HL-System folgt also tatsächlich einer gewissen Logik, sodass wir am Ende dieser zweiten Gruppe mehrere Faustregeln herleiten können. Generell gilt, dass im unteren Bereich des Signalschirms, sozusagen ab der Rotlampe abwärts, immer die Geschwindigkeit angezeigt wird, die ab dem Signalstandort gilt. Wenn dort, wie in Gruppe 1, nichts leuchtet, beziehungsweise am gesamten Signal nur ein gelbes oder grünes Licht erstrahlt, wunderbar, dann ist hier Höchstgeschwindigkeit angesagt. Die untere Gelblampe hingegen weist darauf hin, dass an Ort und Stelle eine Einschränkung zu beachten ist. Der grüne Lichtstreifen konkretisiert diese auf 100 km/h. Die oberen Lichter bereiten uns auf das vor, was uns hinter dem anschließenden Weichenbereich bzw. am nächsten Signal erwartet. HL-Signale sind also immer von unten nach oben zu lesen. Genau andersherum als im HV-System, wo das Haupt über dem Vorsignal montiert ist. Des Weiteren nehmen wir die Erkenntnis mit, dass auf ein grün blinkendes Signal immer eines mit grünem Lichtstreifen folgt und diese in Zusammenhang mit Tempo 100 stehen. Um dies zu vertiefen, stürzen wir uns auf Gruppe 3 und somit auf die Signale, die maximal 60 km/h gestatten. Sie alle werden angekündigt durch das gelb blinkende HL7 und verfügen über einen gelben Lichtstreifen. Also, HL3B, Fahrt mit 60 km/h, dann mit Höchstgeschwindigkeit. HV-Signale zeigen HP2, Langsamfahrt, und ZS3, sofern die 60 km/h nicht ohnehin aus dem Buchfahrplan hervorgehen, sowie VR1. HL6B, Fahrt mit 60 km/h, dann mit 100 km/h. Im Bundesbahnland hieße das HP2 plus ZS3 und VR1 plus ZS3V. HL9B. Fahrt mit 60 km/h, dann mit 40 bzw. 60 km/h. Bei HV, HP2, ZS3, VR2 und gegebenenfalls ZS3V. Zu guter Letzt noch HL12B. Geschwindigkeit 60 km/h ermäßigen, Halt erwarten. Im Vergleich dazu HP2, ZS3 und VR0.
Wer B sagt, muss auch A sagen. Und das leitet uns über zur Gruppe 4, die unter dem Motto 40 km/h steht. Auch hier erfolgt die Ankündigung durch das altbekannte HL7. HL3A. Fahrt mit 40 km/h, dann mit Höchstgeschwindigkeit. Es gibt keinen Lichtstreifen, sodass dieses Signalbild frappierend dem des HV-Systems ähnelt. Dessen Signalbegriffe entsprechen denen der Gruppe 3, wobei das ZS3 entfällt. HL6A. Fahrt mit 40 km/h, dann mit 100 km/h. HL9A. Fahrt mit 40 km/h, dann mit 40 bzw. 60 km/h. HL12A. Geschwindigkeit 40 km/h ermäßigen, Halt erwarten. Und damit sind wir durch. Das sind die 17 Signalbegriffe des HL-Systems. Und falls nun jemand fragt, was denn mit Geschwindigkeiten wie 30, 80 oder 120 km/h ist, die bei HV-Signalen mit HP1 oder HP2 und ZS3 angezeigt werden, so sei demjenigen geantwortet, nix, gibt es nicht. Halt 40, 60, 100 und Vmax. Mehr geht nicht. Ich hoffe, etwas Licht ins Dunkel bei all jenen gebracht zu haben, die mit dem HL-System bislang rein gar nichts anfangen konnten. Wer es trotzdem noch immer nicht versteht, ist möglicherweise ein hoffnungsloser Fall, sei aber auch beruhigt. Über kurz oder lang werden die HL-Signale verschwinden, ebenso wie ihre Kollegen des HV-Systems. Seit den 90er Jahren setzt die Deutsche Bahn auf Kombinationssignale, kurz KS, die mit den drei Begriffen Halt, Halt erwarten und Fahrt auskommen. Sämtliche Geschwindigkeitsbeschränkungen werden mittels ZS3 und ZS3V angekündigt, wobei zwei Charakteristika der HL-Signale den Sprung in den Westen geschafft haben. Vorsignale verfügen nur noch über ein Licht und immer dann, wenn sie ein Tempolimit ankündigen, wird unabhängig von der zu erwartenden Geschwindigkeit grün geblinkt. Wer hätte das geahnt, als ich vor einem Vierteljahrhundert meine ersten Reisen durchs Reichsbahnland unternahm?